Und da sollte man ja schon stutzig werden. Also meide die auf jeden Fall. Egal ja, was also ist. Macht niemals diesen Fehler. Definitiv. Bitte. Also. Hallo. Hi. So, wir sind jetzt wieder in Sydney. Wir waren ja auf der Farm und wir haben leider kein Video mehr geschafft, weil uns wieder was am Auto passiert ist. Es war praktisch wie ein Fluch irgendwie. Und wir wollten es unbedingt nochmal versuchen, aber es hat irgendwie nicht mehr geklappt. Und ja, fangen wir von vorne an. Wir waren ja auf der Farm und hatten unseren ersten Arbeitstag. Es war wirklich eine sehr, sehr harte Arbeit, das muss man wirklich sagen. Ja. Wir waren ja auf einer Kastanienfarm. Und es wurde praktisch nach Eimern bezahlt und wir hatten 8 Dollar pro Eimer bekommen. Und wir haben 39 Eimer am Tag gesammelt und haben fast 10 Stunden gearbeitet. Ja. Und es war praktisch ein Riesenfeld mit Bäumen, Kastanienbäumen. Und man musste die Kastanien noch öffnen. Ja, also erstmal musste man sie auf dem Boden zusammenrechnen, weil die ja komplett um den Baum über verstreut sind. Mhm. Und ja, die fallen ja des Öfteren runter, deswegen musste man erstmal alle Kastanien unter dem Baum wegrechnen, dass wenn wieder welche nachfallen, dass man halt erkennt, die sind neu. Nicht, dass man die alten aufmacht, die Schalen bleiben liegen und dann fallen die neuen dazwischen. Die findet man ja niemals wieder. Deswegen musste man alle wegrechnen und dann hat man sich so Häufchen gemacht oder so Straßenlinien, wie auch immer. Und ja, wie man halt wollte. Und dann fing es halt an, dass man alle, die schon offen waren, dass die reif genug waren, die sich von selbst geöffnet haben, dass man die Kastanien aufgesammelt hat. Und alle anderen, die musste man halt ja, quasi aufdrehen, sag ich mal. Da hat man 3 Paar Handschuhe übereinander gehabt. Mhm. Ein so ein ja, dünnes Paar aus Stoff und dann 2-mal so Gummihandschuhe dicke darüber. Weil die älteren Kastanien, die werden richtig hart. Und die, ja, ich weiß nicht, wenn ihr Kastanien schon mal gesehen habt, die haben ja so eine Hülle, um zu spitzen dran. Und die gehen sogar durch den Handschuh durch oder durch Schuhe, wenn man jetzt keine Lederschuhe hat. Und ja, da musste man die halt öffnen mit den Handschuhen und dann jede kleine einzelne Kastanie halt in den Eimer legen. Ich hoffe, jetzt hört man uns noch, weil es gerade so windig geworden ist. Wir kriegen aber bald so einen Muff. Genau, wir kriegen so einen Mikro-Muff, dann können wir auch bei Wind filmen, ohne eigentlich Probleme zu haben. So, Wind hat ein bisschen nachgelassen. Ich hoffe, es geht gut weiter. Naja, auf jeden Fall, da hat man halt die Kastanien aus den ja, Hüllen oder aus dem seinen Mantel oder wie man es nennt aus der Schale, hat man halt entfernt, dann in den Eimer getan, die anderen so aufgesammelt, ja, und dann hat man seinen ersten Eimer vollgesammelt und die komplette Arbeit hat man halt nur in der Hocke verbracht oder im Knien oder wie auch immer, war dann halt so nach vorne gebückt, also es ging schon echt ziemlich auf dem Rücken, also. Ja, also ich habe noch nie so Rückenschmerzen wie den nächsten Tag, es war echt heftig. Ich bin jetzt ja auch nicht mehr der Jüngste mit 30 Jahren, auch wenn man eigentlich noch gut fit ist, aber doch, das hat man das erste Mal echt richtig krass gemerkt, muss man schon sagen, es war schon ziemlich hart am nächsten Tag mit dem Rücken, definitiv. Ja, und es war halt schweinekalt, wo wir nachts, ja, wo wir auf dem Campingplatz waren. Wir haben, also ich hatte einen Top an, 2 T-Shirts, 3 Jacken im Schlafsack und noch eine riesen dicke Winterdecke über mir und es war immer noch kalt. Es war eine Erfahrung, aber nun ja. Wir konnten halt den nächsten Tag nicht zur Arbeit fahren, weil das Auto halt wieder Probleme gemacht hat. Ja. Und dann sind wir Richtung Sydney gefahren, haben das beheben lassen, das Problem, und sind jetzt seitdem in Sydney und ja, verkaufen das Auto. Ja. Ja, wir wollen euch halt jetzt noch ein paar Erfahrungen von uns mitteilen, die wir jetzt in der Zeit gesammelt haben. Und wir haben jetzt bis vor kurzem gesagt, okay, komm, dann arbeiten wir, dann sagen wir einfach, was unser Gefühl sagt. Weil die Interessenten für das Auto halt noch nicht angekommen waren zu der Zeit sozusagen und wir noch nicht so viele hatten. Und unser Gefühl sagt im Moment, dass wir definitiv nach Bali gehen. Ja. Und dann schauen wir einfach mal weiter, weil unser Work and Travel Visum, das geht ja noch bis Dezember. Also wird es vielleicht sein, dass wir halt August, September vielleicht wieder nach Australien fliegen werden. Aber dann direkt in den Westen und dann da arbeiten und dann noch etwas durch Australien reisen. Es ist noch alles nicht sicher, aber das wäre halt eine Möglichkeit, da das Visum dann halt nicht verfällt und man kann halt immer wieder in das Land reisen, während man dieses Visum hat, also dieses Work and Travel Visum. Ja, und dann wollten wir halt noch ein bisschen über den Autokauf erzählen.
um euch Tipps zu geben und euch zu warnen auf jeden Fall, weil es gibt halt viele schwarze Schafe hier. Also das muss man leider sagen. Unter Australiern, aber auch unter Backpackern. Also hier bescheißt wirklich fast jeder jeden. Hier hört man so viele Stories, üble. Es muss nicht sein. Also wir haben auch Leute kennengelernt, die haben Glück gehabt. Die haben ein Auto gekauft und da war halt einfach nichts dran. Ne? Die sind halt um ganz Australien gefahren und es war wirklich halt bis auf die normalen Sachen nichts dran, nur Öl wechseln und so weiter. Und aber man muss wirklich aufpassen. Also wenn ihr ein Auto kaufen möchtet, wir würden es jetzt nicht empfehlen, dann achtet auf jeden Fall drauf, dass ihr kein Öl verliert. Und wir waren jetzt in Melbourne ja eine längere Zeit und neben dem Campingplatz Big Four, heißt er doch, ne? Big Four, da ist halt eine Werkstatt. Also wenn ihr, das kommt gerade an. Egal. Ja. Auf jeden Fall, wenn man dann bei dem Big Four Campingplatz ist, direkt wo man eincheckt gegenüber ist eine Werkstatt, egal ob ihr Probleme im Auto habt oder was auch immer, geht halt bloß nicht hin. Der Typ bescheißt sowas von übelst, das ist anormal. Mittlerweile Freunde von uns, die wir hier auf der Reise haben kennengelernt, die wurden so fies beschissen, das kann man nicht anders sagen. Die sind jetzt gute $4,000 los für eine Reparatur, wo sie jetzt im Nachhinein gehört haben, die eine andere Werkstatt hätte, ich glaube, für 1.100 machen können. Ja, und der hätte denen sogar einen neuen Motor einbauen können für $2,500. Und die haben für eigentlich echt ein kleineres Problem dann so genommen noch, $4,000 fast jetzt bezahlt mit zwei Reparaturen, die sie jetzt da dran hatten. Und vor allem hat er die auch noch richtig getäuscht. Der hat Probleme selbst eingebaut oder manipuliert und das selbst fotografiert mit seinem Handy und hat das denen dann gezeigt so und hat das dann auf den Vorbesitzer quasi geschoben. Richtig, richtig üble Dinge. Und der Typ hat wohl einen Ruf hier in Australien, also vor allem in Melbourne, da geht kein Einheimischer mehr hin. Kein Australier geht da hin, weil jeder weiß, was da abgeht. Ja, das ist ein richtiger Betrüger. Ja, der zieht die Backpacker wohl aufs Übelste ab. Und selbst der Campingplatz an sich, der empfiehlt halt auch eine andere Werkstatt, die auch, wo wir dann später waren. Weil wenn man eincheckt, bekommt man einen Zettel, da steht da hinten drauf Supermärkte, bla bla, wo alles ist und an wen man sich wenden kann. Da steht dann auch drauf, wenn man Mechaniker braucht, dann sollte man zu, ich glaube, Gilbert Road Motors war's, gehen in Melbourne. Die waren echt super. Und ja, selbst die Werkstatt, die direkt gegenüber ist, also echt über die Straße, die empfehlen die nicht. Und da sollte man ja schon stutzig werden. Also meidet die auf jeden Fall, egal was also ist. Macht niemals diesen Fehler, definitiv. Bitte. Also neben dem Big Four, Holiday Park, niemals hingehen. Holiday Park in Melbourne, daneben die Werkstatt, geht auf gar keinen Fall hin. Weil der bescheißt einfach nur. Das ist ein Betrüger. Ja, der war sogar schon in Australien in so einer Sendung wie Stern-TV oder Spiegel-TV, weil er Leute echt abzieht. Das ist richtig, richtig übel, der Typ. Also wir wissen das und deswegen wollten wir das auch erzählen, weil wenn jetzt andere durchs Land reisen und dann auch was am Auto haben, dahin gehen, also geht bitte nicht dahin. Kann einem ganz schnell mal die ganze Reise kaputt machen. Ja, und allgemein, wie Jessie schon gesagt hat, wenn man durch Australien reisen möchte mit einem eigenen Fahrzeug, ich würde sagen, echt bis ein paar Wochen oder Monate, denkt gar nicht drüber nach, ein Auto zu kaufen, mietet es lieber, weil da können so viele Probleme nach sich kommen. Das habt ihr ja bei uns gesehen und dann seid ihr richtig viel Geld los. Deswegen schaut lieber, dass ihr günstige Autovermietung findet. Fragt bei Juicy an, bei Wicked Campers, bei Travelers Autobahn und was es alles gibt. Apollo und Britz, es gibt so viele Vermietungen. Fragt auch per E-Mail an, ob sie euch vielleicht einen guten Preis geben können. Fragen kostet nichts, es ist alles besser, als die Probleme zu haben. Ich selber würde zwar immer noch sagen, wenn man jetzt wirklich, sage ich mal, ein Jahr reisen will, da kann ja kaum einer einen Mietwagen für bezahlen. Das geht einfach nicht, vor allem nicht, wenn man Allrad-Mietwagen oder sowas haben will. Dann muss man halt kaufen, aber dann geht auch mit dem Auto in eine Werkstatt oder holt euch einen Mobilmechaniker und lasst das Auto wirklich checken. Da kann man zwar auch Pech haben, weil wir haben auch ein Auto checken lassen und der Typ, der hat echt 5 Minuten drüber geguckt und das war einfach für den Arsch, das kann man anders nicht sagen. Ja, ein anderer Mechaniker zum Beispiel bei uns, der hat super gemacht, der hat gesagt, das Auto soll 7.000 kosten, wenn er es jetzt kauft, müsst ihr mit 5.000 € Reparaturen rechnen. Da kann man auch wieder Glück und Pech haben. Ja, das wollte ich auch sagen. Das ist halt nicht so einfach hier. Genau, aber es gibt halt auch diese richtigen Mobilchecker, sag ich mal hier, die Vertragswerkstätten richtig sind von, ähnlich wie ADAC in Deutschland und die ihre Arbeit dann auch gut machen. Diese kosten dann halt zwar wieder mehr, da bezahlt man dann vielleicht auch für einen mobilen Mechaniker $350. Ist jetzt auch viel, wenn man viele Autos checken lassen will. Ja, aber
Am besten mietet ihr einfach. Ja, wenn es echt nur kurz ist, wirklich, mieten. Wirklich, am besten mietet ihr. Wir würden uns auch so sehr wünschen, dass wir unseren ganzen Plan anders gemacht hätten und einfach nur gemietet hätten oder einfach ein echt günstiges Auto gekauft hätten. Ich glaube, wenn man vorher in Deutschland schon anfragt, dann ist es billiger. Das ja, haben wir gehört. Ich meine zwar, ich hätte damals auch schon geguckt und es war trotzdem teuer, aber ja, wie gesagt, überlegt euch das wirklich und fragt an. Vergleicht die Preise, weil Benzin müsst ihr bei beiden Autos oder Diesel halt bezahlen, Sprit. Und ja, dann kommt es halt darauf an, wie viele Tage wollt ihr reisen, was lohnt sich mehr. Dann müsst ihr euch das ausrechnen, der Preis von der Autovermietung, der Preis fürs Kaufen. Und dann teilt ihr das mal durch die Tage, was sich eher lohnt. Aber bei einer Autovermietung habt ihr halt kein Problem, wenn es Reparaturen gibt. Die bezahlen alles, die holen das Auto ab, die bringen es wieder zurück. Ja, und wenn ihr selber Probleme habt, so wie wir, das kann richtig mies sein. Ja. Leider. So, dann wollten wir noch ein bisschen was zum Thema Work and Travel ansprechen. Da hatten wir auch einiges gehört und zwar müsst ihr da auch wirklich aufpassen, weil es gibt zum Beispiel auch da einige Betrüger. Also wir wollen jetzt wirklich kein Video machen, wo wir etwas schlecht reden oder so. Ne? Australien ist ein wunderschönes Land. Oh ja. Und wir werden wiederkommen. Das sagen wir schon, obwohl wir echt wenig gesehen haben. Und wahrscheinlich ja auch noch dieses Jahr. Und, aber wir möchten halt trotzdem aufklären, sodass euch vielleicht sowas nicht passiert. Ja. Weil wir haben jetzt auch in Melbourne Leute kennengelernt und der Alex, so hieß er, der hat zum Beispiel auf einer Mangofarm gearbeitet und hat dann wirklich einen Monat umsonst gearbeitet und keinen Lohn dafür bekommen, weil der Farmer pleite war. Ja, und das Übel ist, obwohl der einen Vertrag gemacht hatte, das ist alles nicht so einfach wie in Deutschland, dann an sein Geld zu kommen. Das ist richtig, richtig schwer. Ja, die Polizei, die macht dann auch nichts. Zum Beispiel auch wie bei dem Mechaniker, bei unseren Freunden dann in Melbourne, dann haben die einfach gesagt, ja, ist ein bisschen Geld und fertig. Ja, ist ja nur Geld, haben sie gesagt. Ja, aber dass ein bisschen Geld dann 4.000 Dollar sind und für uns eins echt viel Geld ist, das ist schon übel. Also, das ist wirklich traurig. Ja, und auf jeden Fall, bei Facebook waren, glaube ich, auch so Anzeigen, wo man dann was überweisen sollte. Also es war auch so ein Farmarbeitsjob und man sollte halt vorher schon 100, 200 Dollar oder so überweisen, damit man halt die Unterkunft bezahlt hat. Genau, für das Sharehouse. So, und naja, auf jeden Fall haben das dann welche gemacht. Die sind dann auch dahin gefahren, mitten in der Palerei, wie wir letztens. Mitten nirgendwo. Und dann war da überhaupt gar keine Farm. Das waren auch einfach Betrüger. Ja, also das gibt es oft, die Story. Das haben wir jetzt schon mehrmals gelesen und gehört halt. Das ist also ja, bitte überweist vorher nichts. Ja. Und am besten bekommt ihr halt einfach Jobs, indem ihr andere Backpacker kennenlernt. Das ist am und besten. Die hören dann gerade auf und ihr wisst, okay, die haben ihr Geld bekommen. Ja. Dann könnt ihr da halt weitermachen. So, genau. Oder so war fragt, das bei uns ja dann auch. Ja, oder fragt man in Facebook-Backpacker-Gruppen nach, ey, wer arbeitet gerade irgendwo, wo ist es gut und habt da nur einen Platz frei, kann ich da irgendwie über euch mit reinkommen oder so. Das gibt es ganz oft und viele, viele Leute, die helfen dann auch wirklich gerne. Genau, so war es bei uns ja auch. Wir kannten ja auch dann welche, die dann noch gesagt haben, okay, hier könnt ihr noch hinkommen, hier werden wir heute besuchen. Ja. Und ja, das sind, wollten wir erzählen. Wir sind jetzt sogar weitergezogen nach Tasmanien. Die arbeiten jetzt auf einer Blumenfarm. Da haben wir auch kurz überlegt, ob wir nicht einfach mit sollen, wenn die genug Leute gesucht hätten. Aber für uns war das Risiko einfach zu groß wegen dem Auto, dass wieder was wäre oder sonst was. Und dann bezahlen wir nach Tasmanien die Fähre, die ist auch nicht so günstig. Ja, sonst hätten wir vielleicht die Pläne auch alles anders gemacht. Aber ja, auch. Aber wir haben ja jetzt entschieden, dass wir dann auf jeden Fall auch wiederkommen. Genau, und auch das finde ich ist ein nennenswerter Grund. Macht eure Pläne nicht zu straff. Also irgendwie in Australien kann alles anders kommen, als man sich vorher vorgestellt hat. Ich glaube überhaupt auf einer Weltreise. Wir haben unseren Australien-Trip eigentlich so durchgeplant gehabt. Wir wussten, dass wir fast 40.000 Kilometer fahren werden, was wir sehen wollen, wann wir irgendwo ungefähr sein wollen. Also zeitlich war es noch relativ flexibel, aber wir hatten halt voll den Plan. Der Plan ist sowas von in die Hose gegangen. Wir haben einfach das falsche Pferd gesetzt mit dem Auto. Das hat uns so viel Geld gekostet. Es hat uns richtig viel Geld gekostet, aber wir haben halt auch jede Menge Erfahrungen gemacht. Ne? Ja. Und wir haben halt auch, also wenn wir jetzt Australien verlassen, werden wir auf jeden Fall das Positive mitnehmen. Ja. Wir haben echt viele Tiere gesehen. Es war so schön. Schöne Orte wir auch. Haben ganz viele Kängurus gesehen, ganz viele Papageien, Possums Emus. Also richtig, richtig schöne Nationalparks gesehen. Richtig schöne Strände auch. Strände. Und wir nehmen das Positive mit. Ja. Sind jetzt reicher an der Erfahrung und ärmer vom Geld her. Ja. Aber wir möchten uns das Geld auf jeden Fall dann zurückholen. Ja. Aber wir brauchen jetzt erstmal etwas Abstand von Australien. Energietanken, Krafttanken. Genau. Und Akkus wieder aufladen und einfach wieder gute Laune haben, weil die Laune ist ja echt das erste Mal auf unserer Reise doch teilweise wirklich im Keller gewesen. Hätten wir selbst nie gedacht, aber so ist es halt.
ja, lernt aus unseren Fehlern, macht es besser. Don't worry, wie die Australier sagen. Ja. Ja, und dann bis zum nächsten Mal. Genau. Ja. Ciao. Ciao.